Hallo zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, dieses Mal habe ich hier ein Bayala-Special und zwar Fohlenzauber. Ne? Bei Fohlenzauber findet ihr normalerweise immer Bayala-Fohlen, die schon ein paar Ausgaben vorher drin waren. Also es sind Wiederholungen, doppelte. Aber wunderbar, falls ihr die eine oder andere Figur verpasst habt, könnt ihr die mit diesem Magazin nachkaufen. Ne? Hier dieses Mal drauf dieses Schmetterlingseinhorn, ja, die exklusive Sammelfigur Nummer 1 Elania, die war auch schon im regulären Bayala Magazin drin, ich glaube vor ziemlich gut einem Jahr, ja, ist ein sehr schönes Fohlen, das Farbschema gefällt mir hier sehr, sehr gut. Wir schauen es uns auch gleich nochmal aus der Nähe an, hat übrigens die Nummer 83046, so sieht das Ganze aus. Und wir haben hier noch was mit drin und da muss ich sagen, Augen auf bei Bayala Kauf, denn ich glaube, da fahren viele drauf ab, solltet ihr nicht verpassen. Wir haben hier Radiergummi drin, 2 Stück in Form, ja, von Einhorn und Pegasus Fohlen. Guckt euch die an, die sind der absolute Oberknaller. Wie gut das Gummimaterial ist, das werden wir uns heute hier mal anschauen, aber die sind halt mega knuffig und ich habe sie bisher nur in dieser Ausgabe hier gefunden. Übrigens, ich habe mir das Magazin 2-mal geholt. Warum? Naja, auch hier sind natürlich nochmal Radiergummis mit dabei, das gleiche Fohlen, aber seht ihr das? Wir haben hier andere Farben. Wir haben hier andere Farben, das heißt, die gibt es in unterschiedlichen Farben zu kaufen. Ne? Ihr seht dieses Pegasus-Einhorn oben links rosa, rechts eher in rot und unten dieses Einhorn haben wir links in violett und rechts in rosa, ja? Also mega knuffig, wenn ihr auf sowas steht oder alles von Bayala sammelt, dann solltet ihr das auf gar keinen Fall verpassen. Und also die sind so dermaßen knuffig, vielleicht waren die geplant, auch in Eiern drin, ja, wie wir ja auch schon die Babykatzen und die Babydrachen haben. Nächstes Jahr kommen Babypflanzen, magische Babypflanzen, vielleicht erscheinen die hier auch noch in Eiern. Ja, also die Größe dazu und das Sammelpotenzial hätten die auf jeden Fall und sind mega knuffig, ne? Also, das mal dazu, unsere Beilage. So sieht das Cover für diese Ausgabe hier aus. Das Bayala Special Fohlenzauber, die Nummer 47, kostet in Deutschland 5,99 €. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer, aber ihr kriegt hier das Fohlen und die 2 Radiergummis. Ja, einiges wieder mit drin, dieses Mal auch 2 Comics. Wir haben ein Horoskop mit drin, Poster, ein Test, welche Farben stehen dir, ne? Lasst uns mal reinschauen. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Bei uns ist heute wirklich etwas los, denn wir feiern auch unser wunderschönes Blätterfest. Es ist so viel zu tun und wir können jede helfende Hand gebrauchen. Machst du mit? Dann lass uns keine Zeit verlieren und gleich loslegen. Deine Fair. In dieser Ausgabe könnt ihr übrigens 1 von 2 Fohlen finden. Einmal Elania oder Skadi. Skadi habe ich nicht gefunden, habe ich aber auch schon ein paar Mal da. Und diese kleinen magischen Radiergummis. Alles Originalfiguren von Schleich. Ja, lass uns mal ganz grob hier reinschauen. Es geht los mit einem Comic. Ob das schon im anderen Magazin drin war, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Heißt die Traumwandlerin, sehr schön gezeichnet, wenn er mich fragt. Ja, Props an das Team, was das hier immer aus den Ärmeln schüttelt, ist sehr schön gemacht. Und ist ja auch eine sehr schöne Comic-Aufteilung, ne? Also das mal dazu. Wenn es euch interessiert, besorgt euch die Ausgabe und ganz viel Spaß beim Lesen. Dann blätter ich hier mal weiter zu einem Test, den ihr machen könnt, ja, welche Farben stehen dir? Hier die Fragen, rechts sind die Antworten. Dann kommen wir hier zum Poster, ich mach's mal raus. Da haben wir hier einmal das Fohlen, was ihr hier auch in der Ausgabe findet. Ne, ist eine schöne Zeichnung, sieht klasse aus. Auf der anderen Seite haben wir Marvin auf ihrem Pferd. Allerdings vermisse ich hier den Waschbären oder hat sich irgendwo in den Bäumen oder auf der bunten Blumenwiese versteckt. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schönes Poster. Ja, lustige Elfe mit ihren rot-weißen Ringsäckchen hier. Cool. Oder Strümpfe, ne? So, wie immer Inhalt schön gezeichnet. Hier ist das nächste Comic. Das nennt sich der Maskenball. Auch hier wunderbar gezeichnet, schön bunt. Habt da einiges zum Schauen. Etwas weiter hinten gibt es dann auch noch dein magisches Horoskop. Ja, wenn euch das interessiert. Und hinten
gibt's keine Vorschau, aber wir haben hier noch ein paar Postkarten, die ihr euren Freundinnen schicken könnt mit wunderbaren Motiven. Hier die beiden Elfen, dann das Einhörnchen, was ihr auch in der Ausgabe finden könnt, ein weiteres Motiv und dann hier Flieg mit mir zu den Sternen. Ne? Das zu dieser Ausgabe, das Bayala Special Fohlenzauber, die Nummer 47. So, und jetzt schauen wir uns mal ganz schnell die Beilagen an. So, das Schmetterlingseinhorn, was ich hier doppelt habe, ich muss die Lichter ein bisschen auf die Seite machen, weil das Rosa so empfindlich ist, dass es ganz schnell überstrahlt. Ne? Also, Elanya, ne? Die Nummer 1, der Schmetterlingsfohlen seinerzeit mit der Nummer 83046. Ich hole es hier mal ganz schnell raus. Ja, wir haben es ja schon besprochen, als ich das Originalmagazin ausgepackt habe. Von dem her gehe ich hier ein bisschen schneller drüber. Das Fohlen kennt ihr, war schon ein paar Mal in Bayala zu finden. Auch das nettes Fohlen, wobei der Kopf vielleicht ein bisschen übertrieben ist, hat so eine richtige Schnute hier vorne. Das Auge haben sie schön groß schwarz gesetzt, glänzschön. Ihr könnt das Fellmuster hier sehen, ja, zieht sich über den ganzen Körper. Die Mähne läuft hier schön weit aus, schön groß mit Silberglitzer auf diesem Violett. Die Bemalung ist sauber, kein unschöner Sprühnebel, das kann man schon anschauen. Auch die Mähnenhärchen kann man hier gut erkennen. Schön, wie das hier noch ein bisschen in die Stirn reinhängt. Das Hörnchen haben sie komplett in Silber bemalt. So sieht es von vorne aus, guckt also ganz freundlich. Die Proportion, die Beine sind schön lang. Der Körper ist kurz, aber kräftig. Seitlich haben wir hier ein kleines Tattoo in Form von einem Schmetterling, silberner Schmetterling. Man sieht hier den Schweif, schön lang, schön kräftig. Vielleicht ein bisschen drüber, extrem viel Schweif. Die Hufe haben sie hier in Silber bemalt, haben sie auch schön gemacht. Und hier achtet auf die netten Details, was die Fellstruktur hier angeht. Ne? Auch die Aufteilung der Beine, echt schön geworden. Ne? Tolle Skulptur. Sehr, sehr, sehr schönes Fohlen. Ein Modell von 2018, hat also auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Kann auch wunderbar stehen. Was haben wir hier für eine Größe? Das Fohlen hat eine Höhe von 7,3 cm und eine Länge von gut 10,5, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also echt schön geworden. Ich lasse es hier auch gleich noch in 360 Grad drehen. Das Rosa echt schön gewählt mit diesem Violett zusammen. Also das ist echt ein sehr lohnenswertes Fohlen. Wenn ihr das verpasst habt, habt ihr hier die Gelegenheit, das nochmal nachzukaufen, okay? So, dann kommen wir hier mal zu den kleinen Radiergummis. Radiergummiset bestehend aus zwei. Einmal ein Pegasus mit Einhorn. So gesehen ein Unipack, ne? Also Unicorn und Pegasus, Unipack. Hier haben wir ein kleines Einhorn in Rosa mit Sternchen auf der Flanke. Hier haben wir Herzele auf der Flanke. Sieht goldig aus. Ja, du möchtest es eigentlich gar nicht auspacken, aber das machen wir hier mal. Ich hole die mal ganz vorsichtig raus. Und die sind auch ganz neu, haben Copyright von 2022. So, also mal ganz vorsichtig hier auspacken. Mal schauen, wie das Gummi hier tatsächlich kommt. Ah, der Karton reißt ein. Jetzt habe ich so. Alles klar, holt's vorsichtig raus. Oh, hier ist auch schon ein bisschen was verschmiert, wie ich gerade sehe. Ne? Und hier auch etwas eingedüllt. Ne? Seht ihr das hier? Mäulchen ein bisschen verschmiert von dem Roten. Okay, aber gutes Radiergummimaterial, das muss man auf jeden Fall sagen. Das Gesicht ist total lieb, hat die Augen geschlossen, die Wimpern kann man sehen, das Mäulchen, die Nasenlöcher. Auch schön, wie die Mähne hier nach vorne reingeht. Das Hörnchen ist auch total putzig. Aufpassen, ist halt Radiergummimaterial, ja, kann euch auch abbrechen. Die Flügelchen sind mega süß, ganz weich. Hier sehen wir auch Herzchen auf der Flanke. Der Schweif, den haben sie relativ glatt gemacht. Und die Beinchen mit Hufen, die man hier auch erkennen kann. Also mega süß, kann es stehen, es steht sogar, guckt es euch an. Also, dieses kleine Geschöpf hier hat gerade mal eine Höhe von ein bisschen über 5 cm, 5,2 cm und eine Länge von, ich würde auch sagen, 5 cm. Ne? Also ganz putzig. Dann haben wir hier
das kleine rosa Einhorn, auch das total lieb gemacht. Ihr seht, die Augen geschlossen mit den Wimpern. Das Mäulchen kann man sehen, die Nasenlöcher kann man sehen. Die Mähne ist goldig, das Hörnchen, die Ohren, wie sie hier hochstehen. Die Sternchen sind auch mega süß, kleiner kurzer Schweif. Die Beinchen ganz schlank und lang mit den Hufen, die man hier sehen kann. Ja, auch ganz weich das Ganze. Also seid hier einfach ein bisschen vorsichtig, aber auch das kann stehen. Schaut es euch an. So, dieses Hörnchen hat hier eine Höhe von 5 cm und eine Länge bisschen kürzer, 4,5 cm. Ne? So, das die beiden. Aus diesem ersten Set, so sehen sie aus, also mega knuffig, lasse ich auch gleich nochmal drehen. Und dann haben wir hier ja nochmal zwei andere Farben, die hole ich hier auch gleich raus. Von der Skulptur her sind sie exakt genau gleich. Sind übrigens auch sehr, sehr gut verpackt, ne? Vorder- und Rückblister, damit die nicht verrutschen, nicht kaputt gehen können. Das hier ist ein bisschen sauberer gegossen, sehr schön, in rosa, auch das kann stehen und hier in Flieder, ne? Sehr, sehr, sehr schön. Guckt euch das an. Das ist ja wirklich nur wonnig, ne? Hier die beiden mal im Vergleich, die unterschiedlichen Farben. Also die Sternchen ganz sauber geworden, das Gesicht ist auch sauber geworden. Die Hörnchen sind mega putzig. Ihr könnt es natürlich auch repainten, ne? Wenn ihr die Hörnchen und die Mähne vielleicht in einer anderen Farbe machen wollt, braucht ihr aber halt eine Farbe, die auf diesem Radiergummimaterial auch hält, ne? Aber wenn ihr da ein bisschen vorsichtig mit umgeht, habt ihr hier zusätzliche schöne Aufstellfiguren. Also ihr könnt mir vorstellen, dass Schleicht es mal irgendwann irgendwie in Eiern rausbringt zum Sammeln in unterschiedlichen Farben und vielleicht auch transparent, ja, wie die Drachen und die Babykatzen. Aber das ist schon echt mega süß. Also das kannst du nicht anders sagen, oder? Ist doch der Hammer. Dann nochmal die anderen beiden hier in die Kamera gehalten. Einmal rosa und einmal rot mit dem Herzele auf der Flanke, so sehen sie aus. Beides so Träumerlis, ne? Mit den geschlossenen Augen. Ultra hammermäßig süß. Also lasst euch diese Ausgabe, falls ihr alles von Schleich oder Bayala sammelt, nicht entgehen. Ne? Den Schmutzfleck habe ich jetzt nicht gesehen, weil es halt entsprechend verpackt ist. Ist aber auch nicht schlimm. Könnt ihr ein bisschen wegruppeln. Ja? Wenn er so ein bisschen ruppelt, dann geht das Schwarz auch weg. Ja? Möchte es aber gar nicht machen, weil sie wirklich zuckersüß sind. Ja? So, und wenn ich hier das normale Fohlen hinstelle und stelle die anderen so ein bisschen drumrum, seht ihr mal, wie klein und putzig die eigentlich sind. Ne? Aber kann man schon schön zusammen aufstellen, das passt schon. Ja? Also, schöne Beigabe für dieses Magazin. Ich finde es großartig. Ne? Das Bayala Fohlenzauber, ich sag's nochmal, die Nummer 47 kostet 5,99 € in Deutschland. Nicht ganz günstig. Ja. Aber da kriegt ihr das Fohlen und die kleinen Radiergummis mit dazu. Wenn euch das gefällt, lasst euch nicht entgehen. Geht in die Läden, solange ihr das kriegt. Ja. Ich glaube, ihr könnt es aber auch beim Verlag bei Blue Ocean nachbestellen. Ne? Gut, also das dazu. Ihr wisst Bescheid. Ich lasse sie jetzt alle noch in 360 Grad drehen. Ja, viel Spaß beim Angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Sammeln. Viel Spaß mit eurer Bayala Spezial Fohlenzauber-Ausgabe. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, tschüss, winke, winke. Euer Rupi. Yay. Yeah.